Die Hörfähigkeit des Patienten ist entscheidendes Kriterium für die Wahl des geeigneten Verfahrens in der Behandlung von Hörnerv- bzw. Gleichgewichtsnervtumoren. Zunächst einmal, der Tumor wird heute Vestibularischvanom genannt, hieß früher Acousticusneurinom, also Tumor des Hörnerven. Er geht aber gar nicht aus dem Hörnerven hervor, sondern aus dem Gleichgewichtsnerven, deswegen korrekt Vestibularischvanom. Die Symptome sind einerseits eine Hörminderung. Durch Druck auf den Nerven tritt in der Regel eine schleichende Hörminderung ein, die oft über Jahre teilweise gar nicht auffällig ist. Bei manchen Patienten kommt es aber auch zu einem plötzlichen Hörsturz. Ungefähr 10% der Patienten erleidet eine plötzliche Hörminderung. Die Patienten klagen ferner auch über Gleichgewichtsstörungen und über ein unangenehmes Ohrgeräusch, den sogenannten Tinnitus. In der Regel werden die Patienten sich mit ihren Symptomen an einen Hals-Nasen-Ohrenarzt wenden, der eine Untersuchung des Hörvermögens bzw. auch des Gleichgewichtsorgans vornimmt. Und in der Regel wird hier eine Hörminderung und auch gegebenenfalls eine Beeinträchtigung des Gleichgewichtsorgans festgestellt, was dann Anlass gibt zu einer bildgebenden Untersuchung. Und hier ist das Standardverfahren die Kernspintomographie. Die Therapie bei diesen Tumoren ist komplex, denn es gibt verschiedene therapeutische Modalitäten, also Behandlungsarten. Mit welcher Form von Behandlung vorgegangen wird, richtet sich vor allem nach der Größe des jeweiligen Tumors, nach dem Zustand des Patienten, nach dem Behandlungsziel. Soll zum Beispiel das Hörvermögen erhalten werden? Ist noch sinnvolles Hörvermögen vorhanden? Und ein weiteres Kriterium ist die Größe bzw. die Wachstumstendenz des Tumors. Bei vielen Tumoren ist es völlig adäquat, zunächst nicht zu behandeln und das weitere Wachstum bzw. das Verhalten des Tumors abzuwarten, also im Verlauf serielle Kernspin-Untersuchungen vorzunehmen und zu schauen, ob dieser Tumor tatsächlich wächst. Wenn dies der Fall ist oder der Tumor bereits eine kritische Größe erreicht hat, dann ist es sinnvoll, diesen Tumor zu behandeln, sei es durch eine Operation oder durch eine Bestrahlung.